Hi, hi, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, letzter Part haben wir diesen Bild so ein bisschen angespielt. Also, ich habe es euch gezeigt, ich habe schon länger ein bisschen hochgespielt, aber es ist wirklich ein super schneller und toller Bild. Wirklich macht sehr viel Spaß. Und da können wir jetzt längere Zeit wirklich dran bleiben. Müssen nicht so viel farmen. Ich habe ja eben ein bisschen zu wenig Zeit für so ein kolossales Spiel zum viel farmen. Und ja, es ist einfach bei uns ein bisschen bequemer. Schaden über Zeit brauche ich nicht auf einem Speer. Gut, ich suche nämlich nach, wie heißen sie? Exalted Items, also erhabene Items. Diese violetten Items mit den guten violetten Stats, die ich dann umwandeln kann in Legendaries mit einem Unique zusammen. Und da brauche ich einfach die richtigen Werte. Zum Beispiel Cold Damage Over Time brauche ich momentan gerade für einen Runenmeister-Build, den ich ja aus dem Feuer, aus dem Brand Runenmeister dann umskille. Und ich suche natürlich Minion Damage und so weiter. Minion Crit Multiplier, Minion nativ, also nicht prozentuellen magischen Schaden für die Diener, weil die Totems ja magischen Schaden verursachen. Jo. Und ja, im letzten Part habe ich ja dann einfach einen Ambush gehabt mit sehr vielen Effekten und ja, jetzt ist im Forum auch wieder ein neuer Trade entstanden, den haben wir am Schluss noch angeschaut. Das Spiel geht langsam durch diese blöde Engine kaputt. Jetzt ist erst am 21. Februar 2024 das nächste große Update, also wirklich die 1.0. Wenn sie bis dahin wirklich nicht viel machen, muss ich leider sagen, ja, jetzt tue ich mal, sagen wir, Dezember und Januar ist eigentlich 21. Februar nicht mehr Last Epoch spielen, weil es crasht. Jetzt habe ich einfach, ja, wieder Crashs, obwohl ich eigentlich alles gefixt habe. Mindestens eine Aufnahme wirklich sehr gut ging, aber irgendwann mal das Spiel einfach so überlastet ist. So viel Performance verbraucht, Hitzeentwicklung und so. Und das habe ich so minimiert jetzt, dass ich eigentlich nie merke, dass mein PC überhaupt etwas arbeitet. Und trotzdem, ja, crasht es noch. Keine Ahnung. Also da muss ein Experte für Unity Engine oder so mal drüber schauen. Also mal ein bisschen an dem Entwickler helfen. Ja, diese Quest ist sozusagen eben durch den Crash geresettet worden. Jetzt kurz die Bonis ein bisschen schauen, dass nicht zu viel Schaden rauskommt für die Gegner. Jetzt haben wir einfach hier noch nicht alle, oder hier oben ist fast bei der zweiten Mission. Ob wir den Boss jetzt noch gut schaffen, weiß ich nicht. Wir können halt wirklich diesem Eisarten von diesem Drachenboss nicht gut ausweichen, weil wir einfach keinen Bewegungsskill haben. Ich denke aber, mit guter Positionierung, ein bisschen herumlaufen und so, um den Drachen wird es schon gehen. Ich freue mich drauf, den Boss mal wirklich ein bisschen einfacher besiegen zu können. Also diese Build, der ist unglaublich stark. Der erste in der Rangliste hat diesen Build ungefähr ähnlich gebaut. Also nur denken, wie stark der ist, ist top, over the top. Und ich bin jetzt gerade am Anfang. Ich habe erst die zwei Set-Teile hier ja, gesammelt. Es gedroppt, nein, gedroppt hab ich schon länger, aber nie benutzt oder nie richtig gefunden. Ich habe den irgendwo mitten in meinem Chaos von Lagerplätzen, unendlichen Lagerplätzen schon was, irgendwo vergraben und habe lange gebraucht, bis ich den wirklich gesehen habe. Jo, und da habe ich mich natürlich gefreut, weil das ist jetzt wirklich ein komplett neuer Bild, ein bisschen optimierter Bild von ja, einem ja, im Dornentodems mit Sprickenform, also die Healing-Totems, die machen ja, also, ja diese Dornentotems dann mit einem bestimmten Mod aus dem Sprigenform Skilltree. Und jo, ich schon öfters, aber eben so mit diesen zwei Set-Items und diesem Schild, das überhaupt mega viel Blockchance bietet. Kannst du euch nachher noch ein bisschen erklären. Wir bekommen, glaube ich, mit Treffer oder wenn wir nicht getroffen werden,
Einfach so ein temporäres Schild oder mehr Blockchance. Und das tut sich natürlich immer wieder verstärken. Und wenn wir blocken, dann tut es resetten. Und das ist halt sehr optimal für so ein Bild, der null blocken skillt, oder? Das ist genauso wie dieses Anfänger von einer Quest, von einer Nebenquest in Akt 2, bekommen das Crit-Amulett, was einfach die Crit-Chance manchmal immer wieder zulässt und dann wieder absinken lässt. Dann wieder aufbauen lässt. Das, jo, ist ungefähr genau das gleiche Prinzip. Und das finde ich halt so, so richtig cool, oder? Wenn man so und so viel mal trifft mit den Totems, dann hat man natürlich diese Blockchance da. Immer wieder gut da. Also vor allem das Crit-Amulett ist dann für Builds, die nicht critten, nicht auf Crit gehen, natürlich sehr optimal. Also nicht ganz optimal natürlich, geht immer besser Items. Aber ja. Also ich sehe das, ich muss eigentlich fast nichts denken. Ich muss einfach diese blöden Totems ab und zu spawnen. Also man kann wirklich so 1,6 Sekunden warten. Ich mache es fast ein bisschen zu schnell noch. Aber ich will ja vorwärts kommen. Oder? Also gewollt ist da einfach so jetzt wieder hin zu spawnen. Aber dann haben wir nur 3 an einem Gegner. Ich will sicher 3 mal casten können, bis ein dicker Gegner dann stirbt. Jo. Damit es noch ein bisschen schneller geht. Und eigentlich hat man wirklich unendlich gut dadurch, wenn man es einfach genügend schnell macht. Und genügend langsam auch, sonst stagniert man eher. Dass die Wut zwar abnimmt, aber gleich wieder hinkommt, aber nicht höher wird, oder? Stagniert das ein bisschen. Also einfach ein bisschen länger warten. Und alles andere müsst ihr eigentlich nicht casten. Ich tue ab und zu bei Bossen noch ein bisschen diese Spriggen, diese Vines holen. Ja, Ranken heißen sie einfach auf Deutsch. 79. Jetzt bin ich doch schon 8 Level. Ja, nach dem einen Set ein. Ich glaube, der Ring ist 1 höher. 72, genau. Jo, und der andere 71 dadurch. Dass ich eigentlich einfach mit dem Corruption vom Dark. Von der dunklen Zeitlinie auf Deutsch. Das ist das Falsche, das prozentuell. Ich glaube, das nehme ich gar nicht mit. Ja, muss ich nicht haben. Schade, dass man auf so viele Items verzichten muss. Man hat einfach immer viel zu wenig. Ihr habt ja sicher schon gehört, dass ich gerne einfach ein bisschen Spiel entwickeln. Ich möchte unbedingt auch so ein Spiel machen. Natürlich kann ich nicht so wie der Last Epoch 30 Entwickler kompensieren oder mein Spiel wird wahrscheinlich anfangs noch nicht so groß sein, aber mehr Endgame-Content bieten und so. Bisschen mehr Luxus werde ich euch schon alles gönnen. Jo, und Diener-Eppe, könnte ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen? Das ist ziemlich geil, das nehme ich auch. Mana, ne. Ich glaube, Mana brauchen wir überhaupt nicht irgendwie. Noch mehr, 326. Stärke brauchen wir, den Widerstand brauche ich eigentlich auch nicht so. Nehme ich die Rüstung mit. Nahkampf-Kritscher. Wann bekomme ich endlich mal Stativen Spell Damage für Minions? Wo gibt's diesen? Es gibt sie einfach nicht. Jetzt habe ich so eine Freude gehabt, endlich mal eine Rüstung zu bekommen. Nein. Diener Schaden habe ich da auch weniger. Ja. Könnte ich eigentlich umsetzen. Ja, kritische Treffer. Weniger Schaden durch kritische Treffer. Sehr gut. Okay, wunderbar. Ist, denke ich, Stärke, weil wir ja keinen Nahkampfschaden machen von den Minions. So, wir müssen aber hier noch kurz. Also. Da reden wieder ein paar Leute, also im Chat schreiben. Hier habe ich fertig. Hier habe ich fertig. Dann müsste ich eigentlich hier noch. Lieber hier. Bisschen mehr.
Bisschen mehr Widerstand, ja. Ist halt wirklich elementar und physisch nur. Es steht zwar alle Widerstand, aber ja, die anderen drei werden nicht benutzt. Es ist schon gut, noch mehr Widerstand zu haben. Aber so ein Lagon, der macht mit 75 oder über 75% Cold-Widerstand noch One-Shot. Da nützt es nicht. Da muss man halt noch einen anderen Bait haben mit Bewegungsgeschwindigkeit. Also mit Teleport-Skills, das ist einfach wichtiger. Also bossen. Oder sie haben einfach ein bisschen Glück gehabt. Wow. 222 erhöhte Diener-LP. Was will mir dieses Zeitalter dieses Drachens-Timeline sagen? Ich muss jetzt mehr auf LP, auf den Dienern gehen. Ja, die Totems haben trotzdem genug. Ja. Denen wird's noch gut gehen. Die sterben jetzt noch nicht gerade direkt beim ersten Treffer. Drago ist lieber so ein bisschen am Ausprobieren. Ein bisschen treiben von irgendwie etwas limitieren. Dafür den Schaden höher haben. Ihr habt es wahrscheinlich auch. Ihr seid manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen gelangweilt über defensive Builds und so. Lieber ein bisschen offensivere Builds gerne. Dass es ein bisschen schneller geht. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Ich kenne viele, die haben genug Zeit, aber ich persönlich habe außer von meinem Let's Playen und ja, Livestreamen hoffentlich bald wieder doch mehr Lust, einfach vorwärts zu kommen im Spiel. Nicht so viel grinden zu müssen. Ich spiele einfach zu wenig dann außerhalb. Jetzt habe ich wirklich diesen Bild noch ein bisschen in 6 Tagen geschafft. 6 Tage für einen Charakter auf Level 50 zu bringen und dann vielleicht nochmals 2-3 Tage, um überhaupt Level 72 zu erreichen. Das war schon heftig. Deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen höher wieder. Ja, weil ich einfach manchmal auch sagen muss, jetzt kann ich momentan nicht weiter aufnehmen. Eine Stresskrankheit ist mir ein bisschen im Weg. Dann habe ich einfach auch manchmal auch das Gefühl, ich muss mehr zum Beispiel für den Sport machen. Ich muss mehr für meine Freunde machen. Jetzt habe ich gestern wirklich den ganzen Abend bei Leon mitgeschaut, also im Stream, den Ballon d'Or mitgeschaut. Und habe ihm dafür eben im Streaming geholfen. Bis zu 20 Zuschauer durch das Ballon d'Or bekommen. Das ist außergewöhnlich natürlich bei ihm. Ich habe ja meistens im Durchschnitt so 14 Zuschauer gehabt im Frühjahr. Und dann ist es im Mai halt abgeflacht und mein Pace, also ja, aus der Epochs war mir immer gecrashed. Und geht ja online. Und Minecraft sowieso. Ich krieg's nicht mehr hin, mehr als 2 Minuten Minecraft zu spielen. Dieses Java ist sowas von kaputt. Auch die Windows 10 Version übrigens. Da habe ich eine Folge machen können mit Bauen. Und im Livestream ist es dann immer abgestürzt. Und seitdem stürzt es auch in den Aufnahmen immer. Einfach irgendwie auch so die, sag schon, so die Aufnahmeprogramme, Streamingprogramme machen alles sehr unstabil. Aber es ist vor allem Windows oder GeForce. Irgendwas von den Zweien. Ist einfach irgendwie instabiler. Aber ihr seht, ohne MSI Afterburner, sehr Performance macht und so ein bisschen drauf schaut, dass es nicht zu heiß wird, läuft es wieder besser. Aber ja, ich tue eigentlich nur aufnehmen mit MSI Afterburner. Trotzdem crasht es immer wieder. Ich kann jetzt gar nicht so sicher sein, ob es jetzt wirklich noch gut funktioniert, aber falls es eben gut funktioniert, mache ich natürlich gerne noch mehr für euch. Aber ihr müsst halt auch ein bisschen länger zuschauen. Das ist jetzt momentan echt nicht so die Zeit für Last Epoch. Last Epoch, also die Spieler leiden einfach zu sehr. Sie wollen jetzt nicht Videos schauen, sie wollen eher entweder selber noch ein bisschen spielen, das machen, was sie wollen. Kann, könnt ihr ja bei mir auch noch wünschen, natürlich, aber es wird bei mir gar nicht so lange geschaut mehr. Ich weiß nicht, was genau der Durchschnitt ist, so 3 Minuten. Ist mir ein bisschen zu wenig natürlich, wenn ich doch so gute Fans habe.
Die sind alle irgendwie, weiß nicht, beschäftigt. Zum Beispiel Lukas, der schaut manchmal aktiv, das weiß ich. Der ist jetzt einfach momentan in Ausbildung. Und andere haben vielleicht einfach irgendwelche andere Sucht und dann wollen sie mir nicht schauen, weil ich das Spiel nicht Let's Play oder Livestreame, ja. Also schreibt mal in die Kommentare, was ich überhaupt genau für euch machen kann. Und ich mach's. Ich weiß ja, dass es euch gut geht. Es muss ja nicht unbedingt mir gut gehen. Ich muss nicht das zocken, was ich will. Sondern ich will mit euch zocken. Ich will halt überaus sozial sein, wie ich auch in der Wege, wo ich momentan lebe, bin. Ich bin einfach sehr ein sozialer Mensch. Und wenn er nicht sozial sein kann, wenn niemand mich beachtet, dann fühle ich mich natürlich nicht gerade so toll. Das ist einfach so, übersoziale Menschen brauchen ihre Freunde. Ich habe so viele Freunde, aber hätte jederzeit jemand Zeit, dann würde es mir auch besser gehen. Oder? Jetzt heute gehe ich einfach mal noch zum Markt nachher. Für euch wird die Aufnahme dann nach dem Markt kommen. Es ist wie zu wenig Verderbnis. Ich gehe mal hier rüber. Das heißt hier hoch. Hier runter. Ja, weniger Schaden mit hohen LP. Das ist ein blöden Mod. Ja, und wenn ich aufnehme, dann geht es mir einfach wunderbar. Das merkt ihr vielleicht. Aber ich bin jetzt nicht gerade der, der immer wieder sagt, hey, das macht mir mega viel Spaß. Ich habe Freude. Und im Hinterrein, da stimmt's nicht, oder? Also ich merke schon, wie unglaublich Spaß mir Last Epoch momentan macht, immer noch. Aber ich kann's, also ich zeig's natürlich nicht so mega. Also nicht wundern, wenn ihr irgendwie gerade so seht, ich bin ein bisschen gelangweilt oder so. Das stimmt nicht. Bin überaus erfreut, dass ich jetzt auch wieder mehr von diesen Dschungel-Levels habe. Die waren ja beim Rauskommen extremst performance-unfreundlich. Ich habe die ganze Engine immer wieder. Ich hoffe, das Spiel crasht jetzt gerade nicht in diesem Dschungel. Aber ich sehe nicht so. Ah, da wieder. Das sind meine Kumpels, die machen keinen Schaden mehr, sind einfach viel zu langsam. So. Also jetzt in nächster Zeit, ich habe Cities Skylines 2 wieder zurückgegeben, diese 100 Euro sind es nicht wert. Ich habe vom Spiel auch keine Lust, da immer wieder irgendwelche Finanzen also anzupassen. Irgendwie ist die Wirtschaft in diesem Spiel völlig korrupt. Ich habe es jetzt zurückgegeben und ich kaufe es dann wieder, wenn es wirklich fertig ist, das Spiel. Und DLC schon auf dem Markt sind oder wenigstens das erste DLC dann rausgekommen. Das gut ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die DLCs, die werden nicht mehr so hochwertig sein wie im ersten Teil. Ja, jetzt habe ich mehrere von Leon auch Spiele. So ein bisschen, ja, wieder Review passiert. Ich könnte die alle auch zocken. Aber ich möchte jetzt momentan gerne mal ein paar neuere Spiele anzocken. Dazu gehört auch Diablo 4, aber das ist momentan so in der Krise. Da kann ich jetzt nicht einfach anfangen, ich würde kaum Zuschauer haben. Ich würde kaum irgendwelche interessanten Leute... Mir geht es ja um Kommentare, Schreiber und um Mitspieler und so. Und die werde ich mit wenig Zuschauern noch weniger bekommen natürlich. Mir geht es überhaupt nicht um Erfolg. Es ist wirklich für mich... Sorry, ich muss kurz trinken. Nicht wichtig, wie viele zuschauen, sondern wer zuschaut. Was haben die Lust? Was ist ihre Freude am Video, oder? Und wenn das nicht stimmt, dann fühle ich mich ein bisschen traurig. Das ist so eine Art, jo. Muss ich jetzt überhaupt so arbeiten, wenn es halt auch gesundheitlich nicht so gut geht. Jetzt habe ich einfach diese 6 Tage Pause einfach gebraucht, weil es einfach momentan nicht so gut geht. Ich hatte ja Anfang September durch das neue Update sehr viele Zuschauer gehabt. Das war richtig freudig.
Es schmerzt mich dann immer wieder zu sehen. Die Entwickler sind zu faul. Die Zuschauer wollen nicht zuschauen, weil das Spiel nicht aktuell ist. Oh, das ist einfach schlecht oder so. Ich leide extremst mit den Games. Vor allem mit den Zuschauern. Also schreibt mal einfach mal in die Kommentare, was wollt ihr wirklich sehen. Worauf soll ich besonders achten und ja. Genau, das wäre ein guter Titel mal. Worauf soll ich, glaube den brauche ich. Ich habe noch ein anderes Bild in der Hinterhand. Das Boardman 21 Set ist auch sehr aktuell. Also immer wenn ich ein Part relativ nahe herausbringe, ich orientiere mich momentan immer an den Builds, weil ich einfach der einen Filter nicht gut anpassen kann. Und so kann ich jetzt momentan eigene Builds nicht so dolle spielen. Ich habe ja sehr viele immer gespielt und bin einfach nicht vorwärts gekommen. Das ist der Hauptgrund. Ich kann gerne wieder eigene Builds erstellen, aber das können wir gemeinsam in einem Livestream dann machen. Also jede Zeit, wenn ich livestreame, ich werde irgendwelche Sachen ausprobieren oder auch grinden. Nebenbei. Können wir gleichzeitig ungefähr machen. Ein bisschen raussuchen, was wäre interessant. Ich weiß nicht, und ein Speer, nein, den hab ich nicht. Es sind hier überhaupt so viele dicke Gegner gerade in diesem Echo. Hört mich jetzt gerade ein bisschen. Spielfuß. So. Ja, es sind wirklich nicht gerade so die optimalsten Items. Okay. Die droppen. Also, gehen wir einfach weiter. Kritische anlegen. Okay. Bildschirm. Crash. Auf den Desktop. Schön. Aber erst nach 21 Minuten. Machst Fortschritt. Blöde Unity Engine. Ach komm. Weg mit dem Dark Screen. Black Screen. Ist nicht so toll. Ja, schade. Das ist jetzt auch ein Bug. Der gibt es schon ewig. Diesen Crash. Wenn du das Portal benutzt und von einem Echo zur Belohnung kommst, crasht das Spiel ab und zu. Sehr weniger. Oder eben, wenn man einfach irgendeinen Ambush-Gegner, der viel Gegner spawnt und wie man getroffen wird und selber trifft, bei mir, dass einfach diese Unity-Engine völlig kaputt ist. Sie ist zu alt. Sie sollen endlich mal etwas Neues ausbringen. Eben die Unreal-Engine, die hat schon 5.3. Also, da kommen Updates raus, die wirklich etwas verändern, Stabilität bringen. Aber Unity Engine, völliger Müll. Gibt eben Handyspiele, die genau gleich funktionieren und auch immer crashen und so. Wieso muss Last Epoch eine Handy Engine benutzen? Was ist das für ein Fail vom Entwickler? Keine Ahnung. Ja. Also wahrscheinlich eben kann es sein, dass wirklich weniger Last Epoch Parts kommen. Oder eventuell gar keine, weil ich aufnehme und das Video crasht. Ja. Okay, dann machen wir auch wieder Schluss. Ich mache einfach dann den Part fertig, wenn es crasht. Weil wenn es einmal crasht, dann crasht es zweimal und dann dreimal und dann ist ein Bluescreen ohne Sachen, ohne Beschreibung. Also es steht nichts drauf. Es ist nur ein blauer Bildschirm. Keine Ahnung. Also tut mir leid. Also, jo, das ist einfach momentan weniger kommen. Vielleicht am 21. Februar dann erst wieder, aber jetzt muss endlich mal das ja, Rollenspielprojekt von GTA 5 kommen. Also der GTA 5 Rollenspiel selber. Der wird nämlich sehr viel anders sein als die anderen selber. Werdet ihr dann sehen. Vor allem viel lustiger. So, jo. Ich mache jetzt einfach Pause, weil ich jetzt zum Markt muss, dann in einer Stunde. Und währenddessen das bis dann hochladen und dann freischalten nach dem Markt. Ja, das den ersten, also den vorherigen Part und dann dieser Part am Abend. Und dann einfach mal gucken, wie es dann am Abend noch funktioniert. Ich teste weiterhin, ich gebe es nicht auf, aber jetzt momentan ist es noch schlimmer geworden. Keine Ahnung wieso. Es gibt eben keine Fehlermeldung, es crasht einfach auf den Desktop. Oder es freest, wenn man dann wieder das Spiel startet.
Oder im Bluescreen noch nach einiger Zeit. Keine Ahnung. Also, eigentlich bin ich in einem Loop gefangen, oder? Ich ändere Sachen und es geht besser für ein paar, dann geht es wieder ein paar Parts schlecht und dann geht es wieder ein paar besser. So ein Loop. Ich weiß nicht, ich brauche jemanden, der sich auskennt, der einen Job Informatiker schon hat und Game Designer oder App Designer ist oder so. Bitte mal melden, Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.